Der Kollege Rainer Füllmich hat eine Klageschrift ins Internet gestellt, die er allerdings schon vor einiger Weile bei Gericht eingereicht hat. Und zwar geht es um die Green Mango GmbH, ein Karaoke-Barbetreiber. Und diese Bar, diese GmbH, hat Christian Drosten verklagt. Wir erinnern uns vielleicht, im letzten Jahr, im Dezember, gab es diese Abmahnung und ich hatte damals schon ein Video gemacht und dazu Stellung genommen, dass die Green Mango GmbH ziemlich verrückt sein müsste, würde sie tatsächlich diese Klage einreichen, also würde sie damit vor Gericht gehen. Nun, ich habe mich geirrt und muss das zugeben, sie ist so verrückt. Aber schauen wir uns das an, das ist so ein bisschen wie ein Reaction-Video vielleicht. Ich nehme ein fremdes Werk aus dem Internet und kommentiere es, während wir es uns in Ruhe anschauen und genießen. Also, ob das so viel Genuss ist, ist nochmal eine andere Frage. Wir haben also hier die Klageschrift an das Landgericht Berlin. Ist das hier ein guter Ausschnitt? Ich hänge ja so unten in der Ecke. Klagen tut die GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer. Die Daten sind öffentlich, weil Herr Füllmich sie öffentlich gemacht hat. Also wir haben jetzt hier auch tatsächlich genau das Dokument, was im Browser angezeigt wird, wenn man auf die Seite von Herrn Füllmich geht. Er klagt gegen Christian Drosten, da ist jetzt keine Privatadresse dabei, sondern er wird unter der Adresse der Charité verklagt. Vorläufiger Streitwert 100.000 Euro. Herr Füllmich sagt also, er vertritt sie und wir haben am Anfang an jeder zivilrechtlichen Klage erst einmal die Anträge. Und zwar soll im ersten Antrag der Beklagte, also Herr Drosten, dazu verurteilt werden, es bei Meidung eines festzusetzenden Ordnungsgeldes es unterlassen, diese zwei Behauptungen zu verbreiten oder verbreiten zu lassen. A, SARS-CoV-2 sei ein völlig neuer Krankheitserreger, der sogar von Menschen weitergegeben werden könne, die selbst keine Symptome hätten. Interessant eigentlich, dass er Konjunktiv verwendet bei der Äußerung, die verboten werden soll. Also Herr Drosten soll das auch im Konjunktiv nicht mehr sagen. Zweitens, es bleibe daher nur der Ausweg, die bemerkte oder unbemerkte Covid-19-Erkrankung mittels eines PCR-Tests zu diagnostizieren. So. Dieser Antrag ist interessant. Wir machen ja als IT-Kanzlei sehr häufig Äußerungsrecht und wenn ich eine Äußerung verbieten will, dann brauche ich dafür eine Rechtsverletzung. Typischerweise muss also diese Äußerung gefallen sein. Das wird hier vielleicht nicht so schwierig sein, aber sie muss auch wörtlich gefallen sein. Aber es muss dadurch eine Rechtsverletzung eingetreten sein. Die Äußerungen, für die wir vor Gericht gehen, sind typischerweise Beleidigungen. Wenn also A sagt, B ist ein Idiot, dann könnte B dagegen vorgehen und sagen, es wird dem A untersagt, zu sagen, B ist ein Idiot. Möglich sind auch falsche Tatsachenbehauptungen. Wenn der A über den B behauptet, B schlägt seine Kinder, dann kann der B eine Klage auf Unterlassung erheben und sagen, das darfst du nicht mehr behaupten. Im unternehmerischen Kontext haben wir wettbewerbsrechtliche Ansprüche, aber auch dort braucht man jeweils eine Anspruchsgrundlage. Und jetzt ist die spannende Frage, welche Anspruchsgrundlage hat die Green Mango GmbH, die Karaoke Bar, gegenüber Christian Drosten? Denn diese beiden Äußerungen, SARS-CoV-2 kann nicht symptomlos übertragen oder kann symptomlos übertragen werden, einerseits, und man bräuchte dafür einen PCR-Test, weil es symptomfrei übertragen werden könnte, deswegen wäre ein PCR-Test notwendig. Welche Auswirkungen hat das auf die Green Mango Bar? Und da sagt natürlich Herr Füllmich, naja, weil Herr Drosten das gesagt hat und nur deswegen oder als mitkausale Ursache wurde eine Plandemie ausgerufen. Es findet ein Great Reset in Vorbereitung gerade statt und deswegen habe Green Mango einen Schaden. Das ist juristisch zunächst einmal ganz schön gewagt. Aber wir wollen nicht vorschnell urteilen, sondern mal überlegen, unter welchen Umständen kann es denn tatsächlich denkbar sein, dass eine Karaoke-Bar eine wissenschaftliche Aussage in einem zivilgerichtlichen Verfahren überprüfen kann. Ich hatte ja vorher gesagt, Zivilgericht funktioniert normalerweise besser als Strafgericht. Es wäre schwierig jetzt zu sagen, welche Straftat der Herr Drosten begangen haben soll, indem er diese beiden Äußerungen tätigt, wenn er sie denn getätigt hat. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Interessanterweise gibt es auch nicht so viele Nachweise hier, die man überprüfen kann. Wir haben jetzt hier 37 Seiten Vortrag und da können wir vielleicht nochmal auf den großen Bildschirm gehen. Mal gucken, wann die Belichtung am besten ist. Vielleicht noch
zur Vollständigkeit halber die weiteren Anträge, Schadensersatz von 5.000 Euro und die Verpflichtung, den weiteren Schaden, der entstehen könnte, zu bezahlen und dann noch so ein paar formale Anträge für Versäumnisurteile oder Anerkenntnisurteile und so weiter. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Also der Sachverhalt, der hier über 37 Seiten ausgebreitet wird oder die rechtliche Würdigung, handelt also davon, dass hier ein tatsächlich Great Reset vorgenommen werden soll durch die Privatorganisation Weltwirtschaftsforum von Microsoft-Gründer Bill Gates. Offensichtlich ist es das, was Green Mango tatsächlich vorbringen möchte oder was Herr Füllmich als eine aussichtsreiche Argumentation hält. Man kann sich überlegen, was sich die Richter denken, aber im Zweifel werden sie einfach so wie ich weiter scrollen und sagen, okay, das tut jetzt erstmal nichts zur Sache, denn das, was wir suchen, ist, wie durch die Äußerung von Christian Drosten eine Rechtsverletzung bei Green Mango entstanden sein soll. Und was wir sehen werden, ist, wir haben ganz viele Tatbestandsmerkmale, die zu einem Anspruch gehören. Wir haben zum Beispiel einen Schaden. Also Green Mango hat einen Schaden erlitten durch die Pandemie, durch Schließungsmaßnahmen. Und dann haben wir sogar eine Kausalität, weil, jedenfalls wird sie behauptet, hätte Herr Drosten das nicht gesagt, dann hätte es keine Maßnahmen gegeben, sagt jedenfalls Rainer Füllmich. Das ist also der Vortrag. Zumindest haben wir also einen Vortrag zu einer Kausalität. Was wir allerdings nicht haben, ist eine Anspruchsgrundlage, beziehungsweise wir haben als Anspruchsgrundlage nicht eine vertragliche Beziehung, das ist unstreitig nicht gegeben. Wir könnten darüber nachdenken, ob wir einen 823 BGB, also einen deliktischen Anspruch haben, zum Beispiel Eingriff in den eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb. Der würde allerdings erfordern, dass Herr Drosten ganz gezielt sich vor diese Karaoke-Bar stellt beispielsweise und den Strom abdreht. Das sind die Schulbuchfälle. Weil die einzig denkbare Anspruchsgrundlage, und ja, sie ist tatsächlich denkbar, hier der 826 BGB ist, brauchen wir allerdings zusätzliche Tatbestandsmerkmale. Und das ist das Entscheidende in diesem Rechtsstreit. Die einzige Möglichkeit, wie man zu einem Anspruch kommen kann, ist der 826 BGB. Den schauen wir uns vielleicht auch mal an. Das ist also die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Und Herr Füllmich hatte das letztes Jahr auch schon gelegentlich vorgebracht. Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet, sagt also das Gesetz. Das heißt, anders als ansonsten im Deliktsrecht brauchen wir nicht einfach nur eine fahrlässige Begehung, sondern wir brauchen Vorsatz und zusätzlich zum Vorsatz auch eine Begehung gegen die guten Sitten. Der 826 ist etwas, was Juristen normalerweise am Ende der Prüfung nochmal mit anprüfen, weil er ist ein bisschen weitergehender. Der 826 ist die einzige deliktische Norm, die auch Vermögensschäden mit umfasst. Aber die Hürden dafür sind eben extrem hoch. Wir brauchen Vorsatz und Sittenwidrigkeit. Und das müsste jetzt hier sein, dass Herr Drosten wusste, dass das, was er sagt, falsch ist und zu einem Schaden führt und darüber hinaus zusätzlich, dass diese Handlung gegen die guten Sitten verstößt. Und wir sehen dann in dem Sachverhalt von Herrn Füllmich, dass es allerhand Vortrag dazu gibt, was Herr Drosten gesagt hat und dass nach Auffassung von Herrn Füllmich oder der Green Mango Karaoke Bar das, was Herr Drosten sagt, falsch ist. Das reicht aber alleine nicht aus, denn es muss noch der Vortrag erfolgen und der Beweis dafür, dass Herr Drosten wissentlich das Falsche gesagt hat. Also er muss nicht einfach nur was Falsches sagen, sondern er muss aber auch gewusst haben, dass in Wirklichkeit das andere, also das mit dem Great Reset und das PCR in Wirklichkeit nichts mit dem Virus zu tun haben, dass das die Wahrheit ist, aber trotzdem wurde etwas anderes verraten. Das ist also der Vorsatz und ohne jetzt allzu tief in die einzelnen wissenschaftlichen Aspekte reinzugehen, wird man feststellen, das wird eine ziemlich schwierige Hürde, Herrn Drosten diesen Vorsatz nachzuweisen, denn ich halte es für eher unwahrscheinlich. Also so wie auch dieser Sachvortrag sich liest, scheint der Herr Drosten von dem, was er sagt, einigermaßen überzeugt zu sein. Aber das muss nicht der Fall sein. Also wir haben schon andere Leute gehört, die großen Unsinn erzählten und wo man sich nie ganz sicher war, ist er sich sicher oder nicht. Also wenn wir jetzt die Klageschrift uns anschauen, müssen wir also Hinweise dafür finden, dass Herr Drosten das Falsche gesagt hat,
das falsche zu einem kausalen Schaden führte und dass er es wusste und dass das Ganze darüber hinaus auch noch sittenwidrig sein soll. Gehen wir es mal durch. Wir haben jetzt hier allerhand Vortrag dazu. Mal gucken, wie wird das hier am besten fokussiert? Vielleicht so rum. Man kann sich das ja auch auf der Filmi-Seite runterladen. Wir haben also eine lange Einleitung mal wieder von Great Reset und Microsoft, die also das alles geplant haben. Und dafür werden dann YouTube-Videos als Beweise oder als zusätzlicher Vortrag vorgebracht. Ich nehme an, dass die Gerichte darüber hinweglesen werden, weil das YouTube-Video ist jetzt nicht zum Gegenstand gemacht worden, sondern ist sozusagen einfach nur eine Illustration dazu. Ansonsten tut mir das Landgericht leid. Wir werden wahrscheinlich vorher gesagt haben, vorher den Hinweis auch erteilen, dass diese vielen Erzählungen für den eigentlichen Sachvortrag wie Prüfung der Schlüssigkeit der Klage keinen Beitrag leisten. Also hier nochmal Great Reset der pharmazeutischen und der Tech-Industrie. Das ist also das Motiv und immer wieder kommt der NDR-Podcast. Also wir wissen, dass Herr Föhmich diesen Podcast sehr aufmerksam verfolgt und auswertet. Es muss für ihn eine große Qual sein, vermute ich. Und hier werden verschiedene Motive auch angeführt, warum man also diesen großen Great Reset durchführt. Und was wir jetzt sehen, ist etwas, was wir auch bei der Klageerwiderung und Duplik vom Volksverpetzer gesehen haben. Also dort habe ich die weiteren Schriftsätze einsehen können, den Herr Föhmich nach mehreren Fristverlängerungen mittlerweile bei Gericht eingereicht hat. Wir betreiben ein Ad hominem bei Gericht. Und das ist erstaunlich, weil Richter sich eigentlich nicht so sehr davon beeindrucken lassen, wer jetzt welche Person ist. Denn die Argumentation beim Volksverpetzerprozess, der ja auch diesem Jahr irgendwann mal verhandelt werden soll, läuft ein wenig darauf hinaus, der Redakteur des Volksverpetzers ist ein unwissender Idiot, so ungefähr wird es dargestellt, und Herr Wodak hingegen ist ein renommierter Wissenschaftler, deswegen muss das, was Herr Wodak sein, richtig sein. Und das ist erstaunlich, weil man eigentlich an der Stelle objektive Beweise erwarten würde und nicht einfach nur ein Bashing des Gegners und ein Hochloben des Klägers, denn das bringt einen nicht weiter, aber vielleicht gefällt es dem Herrn Wodak, dass sozusagen in diesen Schriftsätzen seine Person gepriesen wird. Und das Ähnliches sehen wir also jetzt hier auch in diesem Schriftsatz. Hier wird also ein Professor Dr. Martin Schwab zitiert, der also etwas über Meinungsfreiheit schreibt. Was den Schaden betrifft, ist hier recht überraschend auf einmal die Rede, dass 92.000 Euro urplötzlich an die Klägerin bezahlt worden ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt den Schaden mindert oder ob das einfach nur ein Beweis dafür ist, dass hier eine Verschwörung vorliegt, wenn dieses Geld urplötzlich kommt, ohne eine Ankündigung, vielleicht aufgrund eines Antrages, während November und Dezember Hilfen zugesagt sind. Also ganz so mittellos scheint die Klägeseite hier nicht zu sein. Dann geht es darum, wer ist der Beklagte, Leiter der Virologie und so weiter. Dann geht es um Schweinegrippe und alles das, was er so erzählt haben soll. Aber wonach wir ja eigentlich hier suchen, ist die Verbindung. Wie also hat die Handlung und die Äußerung durch einen Christian Drosten Auswirkungen auf die Green Mango Bar? Außer das, was wir bei jedem Menschen auf der Welt wissen, dass nämlich die Pandemie, das Virus Auswirkungen hatte auf politische Maßnahmen und Schließungen von Geschäften. Ja, das geht hier also weiter. Markus Kübacher wird hier auch zitiert darüber, wahrscheinlich zu dem Aspekt, dass Herr Drosten vielleicht keinen Doktortitel hat und völlig unseriös sei. Das ist das, was hier vorgebracht wird und worüber sicherlich kein Beweis erhoben wird, weil es spielt für den Prozess keine Rolle, ob der eine gut oder böse ist, sondern es geht darum, ob eine rechtswidrige Handlung vorgenommen worden ist, die den Unterlassungsanspruch beispielsweise, wie er hier geltend gemacht wurde, begründen könnte. So, die falschen auf den falschen Behauptungen des Beklagten als Beraters beruhenden Grundannahmen der Corona-Politik der Bundesregierung. Jetzt beginnt Herr Föhmich also tatsächlich zu erklären, warum die Bundesregierung alle möglichen Fehler gemacht hat. Und vielleicht denkt sich jetzt das Gericht an der Stelle auch, okay, da können wir ziemlich schnell durchscrollen und sagen, was ist jetzt hier also passiert. Die Vorträge sind natürlich ein wenig alt und das merkt man, wenn man sich das mit dem Realitätsvergleich von heute anschaut, dass vieles von dem, was dort erzählt worden ist, von wegen, wie es weitergehen wird, zweite, dritte Welle und so weiter, da noch nicht vorhergesagt worden ist. Grundimmunität, das ist also etwas, worüber gerne der Herr Föhmich vor Gericht diskutieren will, aber was keinerlei Auswirkungen hat für den Anspruch der
Karaoke-Basis wird tatsächlich auch nicht ausgeführt, was wohl passiert wäre, wenn es eine Grundimmunität geben würde oder nicht geben würde, was eigentlich gar nicht so streitig ist, dass es Menschen gibt, die sich tatsächlich nicht infizieren. Aber ich möchte gar nicht über die wissenschaftlichen Aspekte sprechen. Also so geht das jetzt über viele, viele Seiten weiter und die alten Klassiker, die wir seit der Pandemie gut kennen, werden hier aufgearbeitet. Ioannidis mit der Case Fatality Rate, aus der sich ergibt, dass das alles gar nicht so tödlich ist und gefährlich ist und dass auch nicht so viele Menschen daran sterben werden. Dafür wird immer wieder auch als Beweis herangeführt, weil so viele Menschen überlebt haben und nicht einmal 20% gestorben sind, kann das Ganze nicht so gefährlich sein, denn schließlich haben sich ja nur 0,00 irgendwas Prozent der Menschen infiziert und sind daraufhin daran gestorben. Das ist also ein typischer Argumentationsstrang, der dabei verwendet wird. Also haben wir jetzt hier alle möglichen wissenschaftlichen Quellen, die aber eigentlich nichts mit unserem Rechtsstreit zu tun haben. Und diese Quellen finden wir in den Rechtsstreiten, den Sammelklagen immer wieder. Es sind also die gleichen Textbausteine, die da immer wieder verwendet werden. Und es mag gut sein, dass Herr Drosten dann, wie bei der Volksverpetzerklage, den ganzen Kram auch ausdrucken musste, um ihn vorzulegen, weil ein YouTube-Link ersetzt jetzt keinen Sachvortrag. PCR-basierte Diagnostik, der Klassiker, also PCR besagt nicht, dass jemand infektiös ist, das hat man auch nie behauptet. PCR besagt nur, dass jemand Kontakt hatte, infektiös war oder sein wird oder sein könnte. Ein sicherer Beweis dafür ist dafür nicht gegeben, hat auch Herr Drosten eigentlich nicht behauptet, aber ich rede schon wieder über medizinische Sachverhalte, die keine Auswirkung auf die Klage haben, ob es richtig oder falsch ist. Und das ist das, was sich eben hier durchzieht. Da geht es dann um CT-Werte, die, wenn sie sehr hoch sind, von einer niedrigen Infektiosität ausgehen lassen und dass auf diese Weise viele Leute, die positiv getestet sind, nur eine sehr geringe Viruslast haben. Auch das wahrscheinlich nicht unstreitig. Ich hoffe, dass Herr Drosten nicht wirklich auf diese Sachen inhaltlich eingeht, weil das Gericht wird vermutlich bereits mit der Zustellung der Klage einen Hinweis erteilt haben, dass ein Großteil des Sachverhaltes für den Ausgang des Verfahrens ohne Relevanz ist, denn für eine ernsthafte Verhandlung der Klage müsste man zunächst einmal einen schlüssigen Sachvortrag haben. Schlüssiger Sachvortrag bedeutet, unter der Annahme, dass das, was vorgetragen wurde, alles wahr ist, würde sich ein Anspruch ergeben. Und daran fehlt es in diesem Sachvortrag auf den 37 Seiten, denn es wird nicht vorgebracht, dass Herr Drosten wissentlich die Unwahrheit sagte und dass die Bundesregierung allein aufgrund des Urteils von Herrn Drosten diese Maßnahmen verhängt hat und sie ansonsten nicht verhängen würde. Sie gehen ein wenig darauf an, dass der Herr Drosten sich ja nicht darauf herausreden darf, dass nicht er die Maßnahmen verhängt hat, sondern die Regierung. Herr Füllmich sagt aber, Herr Drosten sei der Chefberater der Bundes- und aller Landesregierungen und alle würden nur auf ihn hören, was daran zu sehen ist, dass Herr Drosten eine hohe Reputation habe und schon häufiger von Gerichten gehört wurde. Das soll also die Kausalität bedingen, denn Kausalität würde bedeuten, man kann Herrn Drosten nicht wegdenken, ohne dass die gleichen Maßnahmen nicht auch entfallen würden. Das ist ein wenig zweifelhaft, denn Herr Drosten ist nicht der Chefberater bei anderen Regierungen. Die sind dann also zu ähnlichen Einschätzungen gekommen wie ein Herr Fauci vielleicht, der jetzt nicht deswegen Chefberater der US-Regierung wurde, weil er das Gleiche sagt oder weil er Herrn Drosten abschreibt oder nachplappert. Das sind also die Schwächen in der Kausalität, aber auch darauf wird es letztendlich nicht ankommen, weil wir keine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung haben. Es geht wahrscheinlich Herrn Füllmich auch gar nicht darum, ob er besonders gute Aussichten auf Erfolg für diese Klage hat. Es geht vermutlich einfach darum, etwas zu unternehmen, denn die Anhänger von Herrn Füllmich werden verlangen, dass man doch etwas unternehmen soll. Und Rechtsanwälte haben als Mittel nun mal Klageerhebungen. Und das hat er jetzt hier gemacht. Wenn dann am Schluss das Gericht dieser Klage nicht stattgeben sollte oder wie beim Volksverpetzer sagt, die Klage ist schon von den Anträgen her unbegründet, dann widerlegt das nicht die Kompetenz oder die Berechtigung der Anträge von Herrn Füllmich, sondern besagt im Grunde genommen nur, dass die weltweite Verschwörung wohl auch bis in die Justiz hineinragt. Blättern wir noch ein bisschen weiter, hier gibt es dann weitere bundesweite Probleme. Wir sind erst auf Seite 16. Ich glaube, das müssen wir alles nicht durchgehen. Wir haben jetzt hier also eine Aufzählung von verschiedenen
Falschbehauptungen aus Sicht des Klägers. Hier geht es um die Freiheitsbeschränkungen, also darum, ob es überhaupt Lockdown-Maßnahmen bedurfte, um gegen diesen Virus vorzugehen. Da gibt es dann also durchaus Studien, die das eine oder das andere Mittel für die Pandemiebekämpfung diskutieren, ineinandergreifen von falschen Lockdown-Behauptungen. Wenn man es sich näher betrachtet, also wenn sich jemand wirklich diesen Spaß erlauben möchte, wird man sehen, dass gerade weil einige Aspekte durchaus umstritten sind, hier wenig Raum dafür bleibt, dass die Behauptung von Herrn Drosten frei erfunden war. Also, das muss man sich mal genauer überlegen, gerade weil hier eine differenzierte Betrachtung stattfindet, ist es schwierig vorzubringen, dass Herr Drosten in reiner Täuschungsabsicht komplett und vorsätzlich etwas Falsches gesagt hat. Andersherum gesagt, Herr Drosten kann sich schon mit der einfachen Behauptung erfolgreich verteidigen, dass er alles das, was er gesagt hat, ernsthaft auch glaubt. Das würde bereits die Klage zu Fall bringen, weil, wie gesagt, ein Vorsatz dafür erforderlich wäre. Ja, Grundimmunität, also man sieht also, Herr Füllm, ich möchte einfach eine Diskussion führen, zu der sich ein Christian Drosten bisher nicht auf dieser Ebene herabgelassen hat. Bin gespannt also, wie er sich da verteidigt. Ich habe die Anwälte gefragt, ob sie die Verfügung des Gerichtes zur Verfügung stellen würden. Haben darauf ja bisher noch nicht geantwortet. Insofern beziehe ich mich zunächst einmal einfach nur auf das Material, was öffentlich zugänglich ist. Und das reicht eigentlich auch aus. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich nehme an, dass viele Follower dieses Kanals wahrscheinlich sowieso eine feste Meinung haben darüber, ob wir eine Pandemie oder eine Plandemie oder Testpandemie haben. Und das wird sich vielleicht nicht durch den Sachverhalt von Herrn Füllmich ändern. Und es wird wahrscheinlich auch viele Leute geben, die davon überzeugt sind, dass Herr Füllmich einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft tut, indem er offenlegt, dass wir also einen Great Reset haben, eine weltweite Verschwörung, die dazu geführt hat, dass es Lockdown-Maßnahmen gab, die nicht notwendig sind. Wobei, wenn es ein weltweiter Reset, eine weltweite Verschwörung sein soll, fragt man sich natürlich, wieso dann Christian Drosten derjenige ist, der diese Täuschung in die Welt gesetzt hat. Da gibt es natürlich so ein paar logische Brüche, aber darauf kommt es typischerweise bei Verschwörungsmythen auch gar nicht an. In diesem Sinne, soweit also das Live-Reaction-Video. Ich glaube, die 37 Seiten jetzt wirklich allesamt vorzulesen, würde uns allen nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe mir diese Klageschrift angetan und gesucht nach dem entscheidenden Vortrag, wo jetzt hier also die Anspruchsgrundlage sein kann. Und sie kann eigentlich nur im 826 sein. Herr Füllmich muss jetzt die Vorschrift nicht benennen, das weiß das Gericht selbst, aber erforderlich wäre also, dass er einen solchen Vortrag bringt. Er bringt an manchen Stellen eigene Vorschriften, beispielsweise stellt er Anforderungen auf, dass ein Berater einer Regierung bestimmte Eigenschaften haben muss, die nicht gegeben sind. Aber diese Eigenschaften sind jetzt nicht gesetzlich vorgegeben und eine Verletzung dieser Vorgaben führt jetzt auch nicht zu einem Schadensersatzanspruch. Das sind sozusagen frei erfundene Vorgaben, unter die dann subsumiert wird. Man kann fast den Eindruck haben, dass die Argumente geschaffen worden sind und man sich später überlegt, welchen Obersatz man dazu passt. Ja, das wäre also der Prozess, der im November in Berlin verhandelt werden soll. Ergibt sich aus der aktuellen Mandanteninformation von Herrn Drosten. Was haben wir noch als weitere Fälle? Das war es, glaube ich, soweit für uns. Wenn noch weitere Fragen offen geblieben sind, schickt sie per E-Mail oder in die Kommentare rein. E-Mail wäre jetzt der bessere Weg tatsächlich, weil mein Sekretariat das dann besser überwachen kann. Und dann können wir die Themen beim nächsten Mal aufbereiten. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Bis dann.